Können Sie sich, liebe Zuschauer, entscheiden? Wissen Sie, wer es sein soll? Ich weiß es nicht. Entscheidungen im Leben, die sind manchmal schwer. Apple oder Android, Farid oder Flair. Hör ich auf meinen Kopf oder hör ich auf mein Herz? Der kleine, süße Liebe oder Friedrich Merz? Ärzte oder Hosen, Buschi oder Wolf, These oder Antithese, Manta oder Golf, Rügen oder Sylt, Regen oder Sonne, Team Samu und Ray oder Team Steffi und Yvonne. Wenn man sich nicht entscheiden kann, dann schleicht sich was von hinten an, springt Panther gleich aus dem Schatten hervor und flüstert leise in dein Ohr. Ich bin Norbert Röttgen, dann nimm doch mich. Norbert Röttgen, warum denn nicht? Ich habe einen süßen Hund und ein Grübchen unterm Mund. Guck mal mein Gesicht, warum nicht, warum nicht? Ich habe einen süßen Hund und ein Grübchen unterm Mund. Guck mal mein Gesicht, warum denn nicht? Mache ich eine Lehre oder gehe ich studieren? Na ja, vielleicht ein paar Jahre Norbert Röttgen mal probieren. Jubel ich für Schalke oder BVB? Ach, ein Punkt für Norbert Röttgen wäre auch okay. Oder Pepsi, Bier oder Wein. Schenken Sie mir gerne Norbert Röttgen ein. Lego oder Lego, Joko oder Klaas. Warum nicht Norbert Röttgen? Der ist für jeden was. Ich lieb dich nicht zu wenig, ich lieb dich nicht zu viel. Das ist das Norbert Röttgen-Gefühl. Dresden oder Leipzig, Trump oder Biden. Barfuß oder Lackschuh, kann mich nicht entscheiden. Norbert Röttgen, dann nehme ich dich. Dann nehme ich dich. Norbert Röttgen, warum denn nicht? Warum denn nicht? Was er politisch will, ich weiß es nicht. Doch mir gefällt halt sein Gesicht. Dieses Grübchen schnuckelig, warum nicht? Warum nicht? Worum geht's ihm inhaltlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Doch wow, das Gesicht, warum denn mich? Wer zuletzt lacht, lacht am Röttgen. Mein Ratschlag ist sehr klug. In Gefahr und größter Not ist Norbert Röttgen gut genug. Bevor den Rest des Lebens du darunter leidest, will lieber Norbert Röttgen, statt dass du dich entscheidest. Klar, es ist zwar blöd, doch es geht immer blöder. Nimm lieber Norbert Röttgen, sonst kriegst du Markus Söder.